Oh mein Gott, und jetzt will er mich direkt verkaufen. Was ein Wandel. Check the mic and make sure it sound right, boy. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 22 Spielerkehre. Mein Name ist Jan vom Kanal Abgezockt. Heute heißt es alles oder nichts. Mit Felix Deichmann sind wir im letzten Drittel der Saison, spielen gleich international in der Conference League unser erstes K.O.-Spiel, Achtelfinal, und kann sogar sein, dass wir jetzt direkt das erste Elfmeterschießen für Felix Deichmann sehen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar ziemlich hoch, und wenn das so weitergeht, könnte es sogar sein, dass wir heute die ganze Saison schon abschließen. Ja, das wird wild. Wir wollen natürlich auch in der Bundesliga wirklich gute Ergebnisse weiter einfahren mit Union Berlin. Das sieht, naja, noch nicht ganz so gut aus gegen Stuttgart. Das sind eigentlich Punkte, die wir bekommen müssen, und wir bekommen sie nicht. Aber jetzt, wir sind Mitte März schon. Das Hinspiel des Achtelfinals von der Conference League ist 1-1 gegen Eintracht Frankfurt ausgegangen. Außerdem, danach kommt direkt FC Bayern München in Derby gegen die Hertha aus Berlin. Ja, Felix Magath da ja auch gerade Trainer geworden. Zumindest bei mir ist gerade eine Aufnahme, bei euch ist schon eine Woche her. Aber ja, also auch da wird natürlich, super interessant. Und ja, all diese Spiele, es könnte sein, dass wir wirklich alles hier heute abschließen. Nationalmannschaft, ja, da sind wir leider noch nicht mit dabei. Oh nein! Okay, wir werden eingewechselt, aber Frankfurt führt schon mit 1-0. Aber gut, im letzten Spiel haben wir dann auch noch das 1-1 geschafft. Also das hier müssen wir wieder schaffen. Es ist das letzte Mal, dass wir in der Conference League in dieser Saison eingewechselt werden, beziehungsweise überhaupt spielen dürfen. Ich will's nicht beschwören, aber es kann sein. Nichtsdestotrotz, egal wie es hier ausgeht, es ist für Union ein großer Erfolg, jetzt schon, und für Felix Deichmann, ein 17-Jähriger, hier in seiner ersten Saison auch schon so erfolgreich in der Conference League zu sein. Nicht nur, dass wir mit Union in der Conference League sind, sondern dass wir hier auch wirklich in den, in den Conference League Spielen richtig gut spielen. Aber das ist jetzt tatsächlich sehr ärgerlich. Eintracht Frankfurt 2, Union Berlin 0. Das ist ein schöner Pass gewesen, das ist ein richtig schöner Pass, und es geht natürlich jetzt gerade nur noch um die Offensive. Aber das Tor fällt nicht. Abgepfiffen, wir sind raus. 2-0, Frankfurt war am Ende des Tages einfach zu stark. Ja, und für Felix Deichmann eröffnet sich jetzt natürlich wieder die Frage, wie geht es im Sommer weiter? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob wir den Verein verlassen sollen, uns dahingehend weiterentwickeln sollen oder ja, vielleicht sogar noch eine zweite Saison bei Union einfach dranhängen. Der Trainer, oh, wir sind fast wieder in der Startelf. Der Trainer fand das richtig gut. Wie gesagt, Conference League, die Ligaspiele, die taugen eigentlich richtig. Also das waren schon ordentliche Spiele von Felix Deichmann. In der Liga ist es halt wirklich nur Platz 11. Und wie gesagt, eigentlich war das Ziel so Platz 7, Platz 6. Die sind jetzt aber auch schon Platz 7, sogar schon 6 Punkte weit weg. Hat 6, sogar 9 Punkte. Und jetzt gegen ja, den Rekordmeister FC Bayern München. Wir liegen hier schon 2-0 zurück. Das werden wahrscheinlich keine 3 Punkte werden. Und es ist leider korrekt, wobei sogar noch 2 Tore nach meiner Einwechslung fallen. 4-2. Also insgesamt sogar ja 4 Tore. Wir sind im April, das bedeutet wieder 2 Scorerpunkte, die ich verteilen darf. Und in den Kommentaren stand, ob ich ja vielleicht sogar alle Standards mal übernehmen soll oder dahin quasi hinarbeite, um die mal irgendwann zu übernehmen. Und da muss ich sagen, Flanken, wie man es zum Beispiel bei Ecken macht oder auch indirekten Freistößen, da sehe ich Felix, sage ich mir ehrlich gesagt, nicht so sehr. Also das ist wirklich so eine Sache als Box-to-Box-Spieler und wirklich zentraler Mittelfeldspieler, der von ganz hinten nach ganz vorne arbeitet, ist Flanken wirklich eine der wenigen Sachen, die eigentlich überhaupt nicht in seinen Repertoire quasi passen. Deswegen ist das ja eher weniger. Vor allem, weil er auch ein großer Spieler ist. Er ist eher bei diesen Standards dann mit drin. Außer er schießt ja halt direkt dann aber halt wirklich aufs Tor. Aber auch das können wir noch nicht. Aber auch das ist jetzt eine Sache. Ja, was will ich machen? Wollen wir jetzt wirklich schon Richtung weiter Freistoßpräzision? Das ist halt ein richtig langer Weg, das überhaupt zu schaffen. Das ist vielleicht als 17-Jähriger jetzt noch nicht genau das Richtige. Vielleicht lieber noch mehr Ballkontrolle und auch mal faire Zweikämpfe. Die 71 bleibt aber auch erstmal. Köln, die sind
ja, weiter unten in der Tabelle und komm, bitte, Punkte. 2:0 gewinnen wir, jawohl. Aus irgendeinem Grund wollte der Trainer uns ja irgendwie nicht von der Leihliste streichen, aber es, also er muss es ja eigentlich, weil guckt euch das an, wir sind ja wirklich eigentlich überhaupt nicht mehr für die Leihliste. Es lohnt sich ja gar nicht mehr, uns auszuleihen. Wir sind schon am 29. Spieltag und jetzt das Derby, es steht 0:0, ich werde eingewechselt. Oh, und ich stehe direkt, ja, auch bei einem Standard da, aber bei einer Mauer und, boah, erstmal auch Olympiastadion, auch nicht schlecht, richtig geil. Und, ja, mal ein Ball gefordert, der linke Fuß ist halt der schwache Fuß und die blockieren zu viel. Ah, das ist bitter, Big Goal Moment für die Hertha, 88. Spielminute, 1:0. Felix gleich mal auf der Außenflanken. Wie gesagt, überhaupt nicht das, was er eigentlich kann. Und das wird auch nicht erfüllt. Oh mein Gott. Spiel abgepfiffen. Union Berlin sinkt, habe ich das Gefühl. Und zwar, ja, wir gehen unter. Dass wir jetzt sogar hier das Stadtderby verloren haben, ist einfach schrecklich. Trotzdem wieder der beste Unioner und fast sogar Spieler des Tages. Also auch die Hertha, die haben auch kein super gutes Spiel gemacht, waren einfach nur schlechter. Trotzdem, ja, der Trainer ist zufrieden mit mir, also an mir liegt es nicht. Gegen Frankfurt, die stehen weit über uns jetzt, muss man leider jetzt momentan sogar schon so sagen, weit über uns. Mal gucken, ob der Simulations-Felix Deichmann und ja auch die Simulation mit Union Berlin generell das besser rumreißen als wir in echten 1:3 Union tief in der Krise. 4 Spiele haben wir noch, davon ist eins wirklich richtig groß, aber Freiburg, ja, gegen die wird es zwar auch richtig schwer. Aber klar, Kräuter Fürth, Bochum, das müsste gehen. Ja, und der Trainer, der will einfach nicht streichen, aber ich versuche es einmal weiter. Irgendwann muss er mich da mal runternehmen, weil ja, Laien macht wirklich bei Union wirklich keinen Sinn mehr. Weil wie sollen wir uns da quasi noch im Vergleich zum anderen Rest des Kaders noch verbessern? Wir sind fest in der Kaderplanung eigentlich mit drin. Anders kann es logisch gar nicht sein. Das heißt, der nächste Schritt kann einfach nur sein, entweder bei Union bleiben nach dem Sommer, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, oder halt zu einem weiteren Verein gehen. Und natürlich, wenn wir zu einem besseren Verein wechseln, selbst innerhalb der Bundesliga zu einem besseren Verein, also es gibt ja viele Vereine, die einfach eine bessere Bewertung haben, egal ob es Leverkusen, Eintracht Frankfurt oder auch Bayern München, Dortmund und sowas, das wäre natürlich utopisch hoch, aber natürlich, die würden auch Youngstars verpflichten. Aber da haben wir natürlich total wenig Spielzeit und da wird dann wieder eine Leihe, zum Beispiel ins Ausland, total viel Sinn machen. Aber jetzt bei Union, wieso sollten wir uns verleihen eigentlich? Ziel Platz 6 oder Platz 7, ist es überhaupt noch rechnerisch noch möglich? 12 Punkte können wir noch erreichen und die TSG ist 12 Punkte weit weg, Leverkusen 10 Punkte. Ah ja. Aha, okay. Ja, 5:1, was soll ich sagen? Also, da können wir jetzt nur noch die Saison beenden, schauen, was bei rauskommt, wo Union landet. International werden wir auf jeden Fall in der nächsten Saison mit Union nicht spielen. Und jetzt, wie gesagt, ich nehme die nächste Folge erst nach euren Kommentaren auf und dann schauen wir in der Sommertransferphase, was kommt denn für Angebote und dann schauen wir, wie es in der nächsten Folge damit weitergeht. Oh mein Gott, und jetzt will er mich direkt verkaufen. Was ein Wandel. Jetzt will er mich direkt verkaufen. Okay. Ich meine, eigentlich, wie gesagt, und Felix Deichmann ist vereinstreu, hat die persönliche Eigenschaft vereinstreu. Aber wenn der Trainer einen loswerden will und jetzt gerade, wo es mit Union auch wirklich nicht mehr läuft, auch da kann, wie gesagt, so ein Spieler auch, ja, dann sagen, okay, Alter, dann wechsle ich halt, verpiss ich mich halt, was soll der Scheiß? Aber ich warte immer noch natürlich auf eure Kommentare, aber jetzt schauen wir erstmal auch, was für Angebote klar reinkommen. Also das ist jetzt eine ganz, ganz eindeutige Trendwende hier. Gegen Fürth immerhin 2:1 gewonnen und wir sind im Mai, das bedeutet, wir dürfen nochmal Felix Deichmann verbessern. Ich gehe 1 auf Übersicht, weil ich hier bei den Kurzpässen auf jeden Fall noch weitergehen will, da sind wir auch. Ja, ey, Kurzpässe 82 ist unser bester Wert. Und ich gönne uns auch mal einen Abschlusswert. Die 71 bleibt aber und damit kann man eigentlich sagen, die Hausregeln funktionieren. Ich hatte ja gesagt, einen Maximalwert von 5 insgesamt stärken pro Saison wollen wir uns verbessern. Und wir haben es jetzt von einer 68 auf eine 71 geschafft.
Und bis die neue Saison quasi anfängt, also wir haben jetzt dann noch Juni, Juli und sowas, da gibt es ja auch nochmal eine Verbesserung. Das heißt, das passt vor allem, weil wir auch Werte genommen haben, die würde ich in die Gesamtstärke würde ich wenig reinpacken. Wenn ich noch mehr Dribbling oder noch mehr Defensiv oder sowas machen würde, dann würde sich die Gesamtstärke natürlich viel schneller noch verbessern. Aber sowas wie, dass ich das Schießen mit reinnehme oder dann mal Freistoß oder sowas oder Tempo, das ändert natürlich an der Gesamtstärke eigentlich quasi nichts. Freiburg 2-0 verloren. Und wir haben das erste Angebot, Club Brügge. Das ist ein interessantes Angebot. Ich bleib mal beim Zögern. Wir haben jetzt das letzte Spiel und hier könnt ihr sogar spezifisch mal reinschreiben, ob wir das theoretisch annehmen wollen. Wir können da bestimmt noch mehr. Wir schauen mal gleich auch ein bisschen noch auf die Statistiken, wie viel wert wir denn überhaupt sind und sowas. Das bin ich auch mal gespannt, wie das tatsächlich ist. 8,6 Millionen bieten die. Ja, guck mal, das ist voll geil. Durch die langsame Entwicklung sind die Werte von den... Ja, das ist viel realistischer. Oh, wir führen sogar. Und ein Endstand, dass wir sogar gewonnen haben. 2-1. Die Tabelle von unten nach oben, weil wir leider auf der zweiten Hälfte sind. Wir sind auf Platz 12 mit 43 Punkten. Das ist wirklich richtig knapp sogar. Aber nach oben, ja, da ist der Abstand schon enorm hoch. Und Bayern sogar mit 90 Punkten Meister geworden. DFB-Pokal... Alter, das ist fies, dass der andere Hauptstadtclub im Finale ist und Dortmund hat zum Glück gewonnen. Ja, Champions League auch nochmal ganz interessant, das hat Barca gewonnen, aber wir müssen nicht überall durchgucken. Aber die Conference League, weil wir ja da auch selber mit dabei waren. Oh ja, okay. Okay, gegen den Sieger der Conference League auszuscheiden, das ist vertretbar, auch wenn die auch im Elfmeterschießen nur gegen Leverkusen gewonnen haben. Mein aktueller Wert ist 7,5 Millionen. 2 Tore und 4 Vorlagen konnte ich machen in 40 Einsätzen in der ersten Saison. Wahnsinn. Ja, so sieht es jetzt aus. Das war die erste Saison von Felix Deichmann und ihr entscheidet jetzt und auch das Spiel selber mit, wie es in der nächsten Folge denn weitergeht. Ob wir noch bei Union sind, ob wir den Verein wechseln. Boah, das wird so spannend. Also freut euch auf die nächste Folge. Ich mache es auf jeden Fall. Schreibt ordentlich was in die Kommentare. Da können wir zusammen diskutieren. Freue mich schon drauf. Auf der rechten Seite kommt jetzt natürlich außerdem noch zur Playlist der Spielerkarriere. Da sind ja auch schon viele Videos mit drin. Und hier oben noch zu einem besonderen Torwart-Video.